So. Wie? Es regnet. Wer hat das Chassetta mitgebracht? Du? Vergiss es. Welches ist dominanter? Das schwarze, das braune Schaf oder das weiße? Der DNA. Ich würde sagen, das ist im Zweifel immer das schwarze Schaf. Ich will ja braun, nicht schwarz. Ja, das braune Schaf. Es wird ein braunes Schaf. Meh. Und weiß mit schwarz, dann müsste es ja schwarz werden. Warte, was? Na, grau oder nicht? Nein, weiß. Ich brauche noch ein schwarzes, also muss ich jetzt braun. Hallo? Du willst nicht, okay. Tja, ihr müsst jetzt warten. Weiß ich würde erstmal sagen, wir gehen in eine Überzucht und dann können wir dann schlachten. Oh ja. Einfach die Tiere überzüchten. Wie fies. Hier wird es ganz schön dunkel bei mir durch die ganzen Bäume und oh, es ist Nacht. Er wundert sich, warum es dunkel wird. Guckt nach oben und oh, es ist Nacht. Was ist denn? Hau ab. Ich hab gestolpert gerade. Ich hab sogar Schießpulver, ich kann TNT machen. Oh ne. Du kannst TMT machen? Ja. Nee, ich hab nicht genug Schießpulver. Nimm nur eins. Oh! Zwei Zombies in meinem Haus gespawnt, auch nicht schlecht. Geil. Oh, Bibi baut ja richtig. Alter, wieso spawnen? Ich gucke gerade nach unten. Im Licht spawnen Spinnen und Zombies. Was ist denn hier los? Wir haben doch alles abgesichert hier. Was ist denn da los? Ich habe wirklich das Gefühl, hier muss irgendwo ein Monster-Spawner sein. Alter, vier Zombies rennen hier gerade von meiner Bude rum. Hm. Ich habe hier ein bisschen den Weg zerstört, um zu sehen. Ja, ich bin auch sofort dabei. Also. Hm? Ich hab, vor allem, ich verstehe das gar nicht. Ich habe in meinem Haus auch Fackeln und da spawnen zwei Zombies im Haus. Was ist denn das? Im Haus. Ja, im Haus. Oben drüber zu dunkel? Nö, ist ja noch kein Dach drauf. Ist oben Licht? Ich glaube ja. Glaubst du, weißt du? Aber die sind ja unten gespawnt, da wo die Fackeln hängen. Achso. Da ist ja runtergelaufen oder so zum Beispiel. Baby, du hast ja für dein Dach die Fichtenholztreppe genommen, ne? Ja. Okay. Und heute steht, okay, schon steht ein Hansel mit. Und. Gut, dass ich von dem Zeug weg bin. Wie kann ich die irgendwie drehen oder so, die Dinger? Oder? Nee, das ist ein bisschen buggy. Kannst du auch mal ins Bett gehen? Drehen? Wie willst du die denn drehen? Ja, ich will das Dach richtig rummachen, bei mir sind die falsch rum. Du meinst, dass die auf dem Kopf stehen? Dann musst du. Nein, gucken, nein! Ich will die quasi andersrum drehen. Zeig's dann erstmal. Geh erstmal schlafen. Ja, Mama, ich geh ja schon ins Bett. Genau, los, zack, hier. Wenn im Bett. So nicht, junger Mann. So, wo bist du denn überhaupt hier? Oben auf dem Dach, im Zweifel bei mir. Ich sehe einfach nur so ein Skelett, was einfach um dein Haus. Oben habe ich auch zwei Fackeln. Warte, ich führe doch hier ein Skelett. Okay. Ja, ja, hier vorne steht eins irgendwo. Dann. Alter, halt auf. Ich habe schon wieder welche Pfeile bei mir im Haus stecken. Ja, da ist ein Skelett unten. Hey, da kommt was Brennendes, pass auf, Leute. Baby hinter dir. Ja, ein Zombie, aber der stirbt gleich, wenn der brennt.
So, was willst du machen? Ich will ein Dach bauen und dementsprechend muss ich natürlich die Dinger, die Holztreppen drehen. Aber ich muss sie wahrscheinlich andersrum drehen dann, ne? So, nö, du stellst dich einfach hier hin, springst so und baust das dann so drauf. Ah, super. Ist ja kompliziert. Wieso? Ich glaube, wir müssen noch einen Block nach hinten, ja. So. Das ist nee. Ja. Ah, warte mal. Abbauen. Muss ich ja so drehen. Nee. Muss ja nach da gucken, ja. Ah, was ist das? Warte mal. Aha. Ernsthaft. Und jetzt gehst du, drückst du einfach auf Kreis, wenn du oben drauf stehst. Mach das mal. Wenn ich oben drauf stehe, hier? Genau, Kreis, ja. Dass du es liegst und dann kannst du dich die ganze Zeit nach links bewegen und fällst halt nicht runter. Hä? Da kannst du über die Kante hinausgehen und fällst nicht vom Dach runter. Nee, du musst nicht so, du musst weiter nach da gucken und bewegst dich halt einfach so. Also quasi jetzt. Warte, ich zeig's dir. Hä? Hä? Nee, ich bin kompliziert. Stellst dich hier drauf? Ja. Hm? Warte. Jetzt seh ich's nicht. Hilfe. Jetzt kann ich ja, ich seh dich. Ich steh grad in dir. Geil. Genau. Guckst weiter halt nach zu mir in die Richtung, zu meinem Haus. Hm. Guckst nach unten und bewegst dich halt einfach links und drückst halt nebenbei bauen. Und dann kannst du das die ganze Zeit so bauen. Das heißt, ich geht muss. Halt effekt, geht halt viel schneller. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur immer. Genau. Genau so. Ah, gut. Und dann ist halt die Frage: Willst du ein Haus bauen wie Baby oder willst ja, du. Ja, mit dem Linksdach, ja. Weil du kannst halt auch um die Ecke bauen und das ist halt dann so ein komplettes Drumrumdach. Nee, da musst du dich halt ein Stück wieder dann in die Richtung drehen. Ja, nee, es geht ja darum, dass ich dir ja quasi wieder draufsitzen will, schräg, weißt du? Ich will das ja weiter mal ziehen, das Spielchen. Aber warte mal. Da musst du in die andere Richtung gucken, gell? Oh, das ganze Spielchen nochmal. Ja, voll kompliziert alles, ja. So, jetzt. Ist doch gar nicht so kompliziert. Naja, man kann aber trotzdem sagen, dafür, dass das Spiel so recht einfach dargestellt ist, dass es recht komplexen Dings hat. Es hat sich sehr krass entwickelt, auf alle Fälle. Ja. So. Damit du hier dein Dach mal richtig fertig stellen kannst, mache ich mir was zu dir. Mhm. Wenn ich es finde. Dann mache ich da, wie Baby, das gleiche Spielchen haben wir im Balkon. Aua. Wo sind die? Nein! Ich bin runtergefallen. Runtergebrochen. Hab ich gehört. Gibt's das denn gar nicht? Gibt's das? Direkt mal eine Flasche Bier aufmachen. Am frühen Morgen. Was ist denn das? Trinkst du Bier? Nee, nein, das ist nicht. Naja, weil er gerade gesagt hat, direkt mal eine Flasche Dose Bier aufmachen. Hilfe. Das war der andere Plan. Es ist schon um 12, genau. Machen wir ein Bier auf. Kein Bier vor 4. Es ist immer ja, irgendwo nach 4. Dann frag ihn aber auch, ob er vorhin um 9:30 Knoppers hatte. Hattest du auch einen Knoppers schon? Hab ich gar nicht gekauft, gell? So, jetzt angle ich noch ein bisschen und danach gehe ich auf Expedition. Weil ich wollte ja mal den Tower anschauen. Wen? Den Tower, den ich gesehen hatte. Wartest du, ich komm gleich mal mit. Lass ich alles Wichtige hier und komm mit. Ja. Ja, lässt uns eiskalt hier. Ich mache mir eine Karte Nahrung, damit ich was Schönes zum Mitnehmen habe. Oh ne, ein Kugelfisch. Ich meine, mit Kugelfischen kann man irgendwas machen, aber ich weiß nicht. Sich rumkugeln. Wow. Überraschend. Aber. Ah. Bist du runtergefallen, Kev? Nein.
Nein, ich habe überhaupt nicht dieses Uft gerade gehört. Nein, das weiß ich nicht. Musst du dir eingebildet haben. Ich sag, du hast Talos. Ich würde das als Beleidigung nehmen. Richtig. Ich hab dich genommen. Also, soll ich dich als Beleidigung? Nee. Ich sehe Markus auch als Beleidigung, das weiß ich. Aber. Uff. Da kommt raus. Ja, dabei. So, was brauche ich jetzt hier? Ich nehme mal die Angel, die habe ich jetzt mit. Nee, Getreide brauche ich nicht. Ich brauche nur den Fisch. Ein bisschen Erde. Herzhaft zum Ohr. Ein bisschen Holz nehme ich noch mit. Was für Markus nehme ich den Helm mit? Ich bin so blöd, das Dach zu bauen, ernsthaft zu zählen. Er nimmt für mich einen Helm mit. Alu-Helm. Nee, Kettenhelm. Wird eingekettet. Da tut's nicht so weh, wenn ich umfalle. Alter Schwede. Ich lustig, ich war behinderte Menschen. Ist das eigentlich hier Falltüren hier, was du vor deiner Rude hast? Was soll das hier darstellen? Ja, ich glaube, das sind Falltüren. Aber das war nur das Zwischenlager von den Tieren. Okay, ach so. Oder du meinst deine Sklaven unten im Keller, oder wie? Genau. Eigentlich wollte ich Kevin da einstecken. Ja. Hat aber nicht so funktioniert. Tja, ich komme halt öfters mal raus. Ich komme groß raus, weißt du? Kev kommt raus, ich komme rein. Autsch. Es tut weh. Alter, ich will echt so blöd, Scheißdach zu bauen, ne? Herzhaft. Egal. Die eine Seite kriege ich hin, aber bei dem anderen Ding verschiebt sich das immer irgendwie. Alter, die Wasserzombies können sogar schwimmen. Krass. Du kannst auch schwimmen. Ich weiß, aber die Zombies hätten jetzt nicht gedacht, dass sie das auch so beherrschen. Dass die überhaupt noch diesen Gedankengang machen können. Warum schreibt man das nicht mit sondern mit AI? Wer? Weil das, glaube ich, nicht angezeigt wird hier in dem Spiel auf den Schildern, wenn du schreibst. Dann kommt da nur so ein komisches Fragezeichen. Ja. Okay. Hallo? Hatte ich nämlich schon mal, da habe ich auch was mit R geschrieben, da kam dann hier nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen raus. Ja. So, was hast du denn jetzt alles? Hast du irgendwie Waffen oder so? Nö. Ja, ganz gut, weil ich glaube, da sind Gegner. Jetzt müssen wir. Ja? Yeah. Ich wollte jetzt eigentlich auch nur erstmal mitkommen, mir das angucken, falls ich drauf gehe. Es ist auch nicht so schlimm. Also, ich heule nicht gleich rum, nur weil wir mal ein bisschen hier. Ja, wir müssen da mal klappen. Das war jetzt nicht auf dich bezogen, Kev. Ich habe es erklärt, warum. So, ich habe das nicht auf dich bezogen. Ja, ich meine das jetzt ganz allgemein. Nehmen die trotzdem mal mit, einfach so vorsichtshalber zu beschützen. Aber ich habe eh schon wieder kaum noch Leben hier. Zu essen? Ja. Dann ess was. Genau, gib mir was zu kauen. Ich überlege gerade. Wo ist es denn hier? Also bräuchte ich. War Zeus doch mit dem Dreierzack? Ja, ne? Ja. Dann haben wir hier gerade Zeus vor deiner Bude, Enrico. Zeus? War Zeus ein Meeresgott? Ja, guck. Ja, er war für Wasser. Ja, Poseidon. Ja. Poseidon war für Wasser. Poseidon. Ja, Enrico. Guck hier. Ja, pass aber auf, die sind gefährlich. Die können dich mit 3 Hieben killen. Ah, ich glaube, wir sollten erst nach der Nacht wieder losgehen. Ja, ich mache auch gerade ein Boot, da kommen wir schneller voran. Wann kommt die Flut? Aua. Jetzt kommen die Seelieder. Überall die Füchse hier. What does the fox say?
Oh, fuck. Was denn? Er wollte es einfach nur mal gesagt haben. Hast du Poseidon auf deinen... auf dich aufmerksam gemacht, oder was? Er ist einfach durch meine Tür gelatscht. Du Ekelhafter! Du Ekelhaftiger! So, was habe ich denn jetzt alles verloren? Nichts. Gut. Nicht, oh, jetzt habe ich ein Dreizack. Da ist er das erste Mal heute auf Zack. Keine Ahnung, was ich meine. Warte jetzt darauf, dass alle auch mal ins Bettchen gehen, damit wir die Nacht wieder überstehen. Geht's jetzt. Ladilu. Nur der kleine Rico schaut zu. Ja. Ich werde jetzt nicht weiter erläutern, bei was. Sag ja, ich habe immer wieder Spanner vor mir. Ich bin immer der oben in der Ecke im Zimmer sitzt, vor denen die meisten Kinder Angst haben. So. Die Axt mach mal hoch. So. Ah, es geht schon wieder los. So. Wollen wir dann, Rico? Und es geht schon wieder los. Das darf doch nicht passen. Das Haus von Baby hat Hörner. Okay. Ja, es ist das Haus des Teufels. Ja, es wohnt ja auch eine Frau darin. Oh, das gibt Hate. Wenn ihr den Markus haten wolltet, sein Kanal ist unter meinem Video verlinkt. Wie ist das eigentlich? Ich habe gesehen, ich bin noch nicht verlinkt. Ja, warum auch? Das sind immer wichtige Menschen. Jetzt hast du einen Zombie bei dir drin. Sind ja auch nur... Den er wieder hinter mir brennt. Davon muss ich mir einen Screenshot nachher machen. Warte, ich will auch sehen. So geil. Ich wollte gerade bei Enrico ins Boot einsteigen, da ist ein brennender Zombie bei ihm eingestiegen. So geil. Ja. Ist er tot. So jetzt. Alter, ich hab nur diesen Schlag gemerkt und dann auf einmal saß er drin. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Ich weiß jetzt nicht genau, wo der war. Du weißt nicht mal, wo das lange Ding ist. Das wusste er doch nie. Kennt er auch nicht. Guck mal, da unten ist ein Dorf unter Wasser. Das ist Atlantis, Atlantis, das versunkene. Da leben bestimmt die ganzen Wasserzombies drin. Wahrscheinlich, ja. Du bist dir sicher, dass das in der Richtung hier war, ja? Ja, ich guck gerade. So, Leute, wir können hier halt auch zwischendurch einfach was abbauen, wenn wir was sehen. Eisen wäre ganz gut oder Kohle. Kohle. Kohle ist immer gut. Ja. Es ist halt blöd, dass wir keine Karte haben, sonst wüsstest du halt, wo es war. Weil du dann sehen könntest, wo du schon warst. Ja. Für Karten brauchst du halt echt viel. Ne? Du brauchst Zuckerrohr, das musst du zu Papier bearbeiten. Und dann musst du daraus wieder was machen. Und das ist Kohle. Da, guck mal, da ist einfach. Da ist einfach mein Table, Junge, weil ich hier schon lang bin. Ah, dann sind wir doch hier in der richtigen Richtung, wenn du hier schon so ein Ding stehen hast. Wir erkundetschaften jetzt das Gebiet. Ja. Ich finde vor allem, die Schildkröten sehen eher aus wie riesige Tische, so schwimmende Tische.
weil die so flach sind. Vor allem letztes Mal, Enrico, ich muss unbedingt merken hier, den Turm will ich mir nochmal angucken. Jetzt, ich weiß nicht mehr, wo der Turm ist. Ja, ist auch schon eine Woche her, ne? Ich bin aber auch so verzweifelt überall lang gelaufen. War das das, wo wir noch nicht wussten, wie er vom Spawnpunkt wieder zurück zum, oder wie war das? Keine Ahnung, ja. Nee, keine Ahnung. Oh, hier ist ein Zuckerrohr, das kann man mitnehmen. Ich brauche immer noch Glas, ich weiß nicht, wie ich das herstelle. Sand im Ofen verbrennen. Ich habe keinen Ofen. Bei mir ist einer drin. Dann benutzt einen von uns. Gehst du bei mir ins Haus, da ist einer drin. Das machst du doch sonst so gerne, einen von uns benutzen. Kein Kommentar. Glasfarben. Sand. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Und wenn man sich verträgt, kann man an eine Reling kotzen gehen. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Und wir haben nichts zum Trinken. Ich lebe wegen Santiano. Stellt mal vor, wir müssten hier auch noch trinken, ey. Du kannst was trinken, tatsächlich. Du kannst Milch trinken, du kannst Wasser trinken, Tränke kannst du trinken. Was? Honig? Ich glaube eher, sie Honig meint, kann man auch trinken, stimmt. Sie meint eher wie bei The Forest, da musstest du nämlich auch Wasser zu dir nehmen, um nicht zu verdursten. Ja, das ist wie bei Seven to Die. Day to Die. Ja, das wollten wir auch spielen, das ist auch nie passiert. Das habe ich. Tatsächlich wollte ich das mit Freunden spielen. Also ich bin irgendwie gerade ein bisschen lost, habe ich das Gefühl. Nur jetzt? Oh. Aber diese Fischschwärme, die unter einem auftauchen. Komisch. Stinkt's mal. Das wäre auch eine krasse Gegend gewesen. Ne? Aber jetzt wenig Bäume, aber... Ja, ich hatte halt die Hoffnung, auf der Insel sind wir sicher und dass die, weil Zombies ja auch nicht so rüberkommen können und so, aber ich wusste ja nicht, dass es jetzt so viel Neuerungen gibt. Ist so sicher. Alle übelst zweistöckigen Häuser und dann kommt mein Miniaturblock da unten. Ach. Jetzt hat Baby wieder den Standard-Skin dran. Ja, bei mir halt. Ja, ich geb's ja mit dem Stock. Was? Ich geh mal wieder erstmal zu uns, du sagst dann Bescheid, Enrico, ja, wenn du was wiedergefunden hast, ja. Ah, ich danke jetzt einfach durch die Welt. Jetzt gefunden. Ein Ofen und eine Schmelze noch. Merkst du? Was? Ich brauche dringend einen Ofen und eine Schmelze, muss ich mir noch bauen. Und irgendwann vielleicht noch so ein Amp. Das Problem ist einfach mal, ich habe keine Zutaten mehr für Äxte, weil ich keine Eichenbretter mehr habe, sondern nur Fichten. Ey, das ist doch egal, du kannst doch... Nee, sein, der will Eichen-Dings bauen. Ich kann keine Dings bauen, keine... Ich hab gehört, du stehst auf Schläge. Ich geb dir mit dem Stock. Alles gut. So, Fichtensitzling. Aua! Aber zur Not, bei mir stehen genug Fichten. Kannst du gerne abbauen. Ja, mit der Hand. Wenn's geht, ordentlich. Ja, dann machst du halt erst mit der Hand. Halt die Fresse. Halt die Fresse, ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass genau sowas kommt. Ich hab's mir noch verkniffen. Oh, ey, Mann. Junge, da hat er viel verfolgt. Yvonne denkt zwischen auch die ganze Zeit, warum bin ich in einer Gruppe voller Männer? Ja. Ist nichts Neues. Du bist gewohnt. Yvonne ist es gewohnt, in einer Gruppe zwischen Männern zu sein. Oh Gott, das klingt auch schon wieder auf meinen Kopf. Nein. Was haben Sie so für Berufserfahrung? Das lassen wir lieber aus. Erfahrung habe ich, aber Beruf?
Was ist das? Boah, aus der anderen Perspektive zu spielen ist echt eklig. Tippe springen. Man merkt, dass Kev wieder unterwegs war. Hier sind schon wieder lauter schwebende Bäume. Passiert. Ein paar kommen von mir, aber das ist der letzte Stamm ganz oben. Da komme ich nicht ran. Jetzt auf Dauer von mir. Erde nehmen und dann, ja. Super. Hab ja noch nichts getan. Ich nehme Mom nicht ein. Hätte jemand Interesse daran, Ziegel zu machen? Ich bräuchte hier mal wieder einen neuen Weg. Aber mir fehlt da eine Stelle. Schaufel. Ich habe keine Schaufel. Ich bin arm. Ich bin armer als bei den anderen. weil ich mich hier gewandert habe, hier Zutaten geholt. Ich habe 2 Fässer voll mit Futter. Mit Futter? Jupp, ich hab Weizen geklaut, alles mögliche. Aber einfach die Dorf- anderen Spiel, ausgehoben. Jetzt nicht hier, oder wie? Ja, Minecraft schon, aber anderer Server. Ach so, ich wollte schon sagen, hey, wo hast du jetzt Weizen geklaut? Von den Bewohnern? Hey, Markus? Ja? Du bist ja bestimmt gerade zu Hause, also in bei uns hier. Ja, wieso? Guck mal, wie die Felder sind, ob die sich entwickelt haben. Wenn du das machen würdest. Mache ich gleich. Gut. Ganz gerade wieder als Nachtblut.